schwer wird, dann fällt Basti Schoff nach 10 Minuten noch aus. Wir haben ohne Tamis und links außen gespielt. Wolf, der jetzt seit 3 Wochen wieder trainiert, hat 50 Minuten gespielt. Henrik Benkendorf, der eigentlich schon längst nach Hause gekommen sollte, spielt heute auch 55 Minuten. Von daher waren wir arg gebeutelt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Kinders einfach sehr, sehr beeindruckend spielt. Das ist sowohl in der Abwehr als auch vorne auf jeder Position doppelt gesetzt. Und ist mit Abstand die stärkste Mannschaft der Liga. Man sieht, dass da heute jetzt seit 2 Jahren eine sehr, sehr gute Arbeit leistet. Und hier muss schon sehr, sehr viel schwimmen, damit man hier eine Chance hat, irgendwie mitzuhalten. Von daher haben wir 2 Halbzeit probiert, mit einem dicken Feldspieler, mit einer offensiven Deckung vielleicht mal ein bisschen Risiko zu geben. Natürlich fällt dann das Ergebnis am Ende ein bisschen zu hoch aus, nehme ich dann auch auf meine Kappe, weil dann ein Risiko gehen. Aber ich denke, man muss was probieren, weil sich hier einfach so ergeht, das geht natürlich auch nicht. Genau, noch gleich eine Frage hinterher, du hast die Verletzten angesprochen. Sebastian Schock fängt dann an und nach 10 Minuten ist er raus. Und da hatte man auch den Eindruck, halb rechts war dann wirklich auch einfach eine kleine Baustelle sozusagen. Ne? Wenn man dann als Trainer an der Linie steht und sieht, dass Lazarett hinter sich und da fällt noch der beste Torschütze der Saison aus, was denkt man im Moment? Jugendfrei bitte. Ja, natürlich ist das scheiße. Du fährst hierher und weißt genau, du hast dann 2, 3 Spieler, die nicht ausfallen dürfen. Dann sollst du jetzt mal mit das Rückenbaum so ein bisschen als Ersatz auf Rückraum rechts. Aber ob der hat heute Rückenprobleme, da war es bis vor kurz vor Anfang nicht klar, ob er spielt oder nicht. Von daher gehen wir ihm auch nur außen. Dementsprechend mussten wir dann mit Rechtshänder agieren, was wir die Saison eigentlich bisher fast noch gar nicht gemacht haben. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Gerade Kinders zu mit einer sehr offensiven, beweglichen Abwehr agieren. Und das Spiel wird immer wieder teilen. Haben das sehr, sehr klug gemacht. Sobald der Ball auf der rechten Seite war und wir nicht den Durchbruch geschafft haben, hatten wir Probleme, dann die Stufe zu spielen und dann einen Druck zu erzeugen. Hatten erst Halbzeit, ich glaube, 4 technische Fehler aus dieser Bewegung. Und da ist es einfach schwierig. Und da muss man auch einfach anerkennen, dass wir uns noch eine Nummer zu groß ist heute. Und man muss sagen, ist in Ordnung. Und nächste Woche kommt dann wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Okay, vielen Dank schon mal, Daroa. An dich die erste Frage. Gegen Ende der ersten Halbzeit hat Janik Büchner sich am Fuß verletzt. Gibt es schon eine erste Idee, was es sein kann? Gibt es schon eine Diagnose? Kann man schon irgendwas sagen? Ja, also Diagnose kann ich nicht geben, ich bin kein Arzt. Aber wenn man auf Krücken ist, dann das heißt, das ist nicht gut. Selbst habe ich viel Erfahrung mit Krücken gehabt. Und Janik ist so ein Mensch, der wirklich Zähne beißt und der wird nur aufhören, wenn man das richtig wehtut. Aber ich gehe davon aus, dass mit unserem Physio-Team, mit Kai Josip, dass der wird schnell zurückkommen und wir auf jeden Fall, wir haben diese Sieg heute also teuer bezahlt. Ja, gerade Robin hat jetzt über die Verletzungen gesprochen. Wir haben auch letzte Woche gekämpft mit den Leuten, die, ich glaube, noch immer zahlen diese Kosten von diesem dritten Spieltag, was wir innerhalb von 3 Tagen also gespielt haben. Und man rechnet, wir haben nicht so breite Kader, wir haben 13 Feldspieler plus 2 Torhüter und das ist also natürlich, da sind Timo und Silas als Jugendliche, aber die müssen noch viel, viel Brot essen, dass die können uns vielleicht ein bisschen helfen. Aber wir sind froh, dass die da sind. Und ich bin, was kann ich sagen, ich bin heute einfach stolz auf unsere Mannschaft, was die Jungs heute geleistet haben, die Motivation, die die gehabt haben, von erster bis letzter Sekunde. Und während die Woche, die waren auch genauso motiviert. Also vor 2 Tagen, wir haben zwischen uns im Training gespielt und das hat so viel Spaß gemacht, zu sehen, wie die kämpfen, wie die auf jedes Tor, jede Abwehr mit 100% Konzentration gehen. Und ich glaube, dass die haben das heute gegen eine sehr gute Mannschaft. Ich schätze wirklich, wie Robin weiß, dass ich schätze seine Arbeit und was HSV Hannover macht. Wenn man in Braunschweig vor 3.000, 4.000 Leute so souverän gewinnt, dann wir brauchen nicht reden über. Ja, die spielen viele Jahre zusammen, die sind zusammen also gewachsen und die kennen sich natürlich diese Verletzung. Wir haben auch heute erlebt, dass in zweiter Halbzeit wir sind ohne unsere normalerweise erste Mittelrunde gespielt. Aber was Tolga und Dienst dann in zweiter Halbzeit gemacht haben,
zusammen mit allen anderen, die dort waren, mit Luke, Milan und Team vorgezogen und 5-1. Also wir sind glücklich, natürlich nicht zu vergessen, Stropa hinten. Also erste Halbzeit war eine wirkliche Rückhalt. Und im zweiten Halb, dann Colin kam, alle Jakob, starkes Spiel. Also ganze Mannschaft, wirklich Chapeau. Und ich bedanke mich bei unseren Fans, bei dieser tolle Kulisse heute, über 700 Leute. Ein richtiger Derby und unsere rote Wand. Ja, ich habe keine gehört. Vielen Dank. Ja, da will ich noch eine ganz kurze Frage anschließen. 12 Sekunden vorm Schluss ist in Abwehraktion und Lukas Siegler schmeißt sich auf den Ball, wirft den Ball nach vorne und Tim Otto will unbedingt noch ein Tor werfen. Das ist von außen so, wo man denkt, die wollen wirklich bis zur letzten Sekunde, egal wie steht, alles raushauen. Ist das auch das, was du von deiner Mannschaft auch sehen willst? Jedes Spiel, erste Sekunde bis zur letzten, weil das war schon beeindruckend, fand ich. Dieser Kampf soll unser Charakter sein. Tus Winkos Charakter, einfach so. Ich sage so viel mal, dass die sollen einfach Spaß haben, Abwehr zu spielen. Natürlich, dass jeder hat Spaß, Tore zu machen. Und ich glaube, alle haben angefangen, Handball zu spielen. Diese Kinder auch, die laufen, die träumen nicht über, ich werde super Abwehr spielen. Aber Abwehr gibt uns Brot, Abwehr gibt uns Leben, Abwehr gibt uns diese Sicherheit, dass wir kennen in Angriff vielleicht auch ein paar freie Würfe weg oder ein paar technische Fehler. Wenn wir hinten richtig sind, dann, ich glaube, jede Gegner wird Schwierigkeiten haben. Und so ist das. Das ist einfach, aber nicht nur bei uns, das ist in jeder Sportart so. In NBA, in Playoffs, alle fangen an Abwehr zu spielen. Und ohne Abwehr gewinnst du gar nichts. Meine Meinung nach. Vielen Dank. Robin, an dich noch die letzte Frage. Ich habe vor dem Spiel mit Robin Müller gesprochen, habe ihn auch gefragt, so zum Saisonverlauf. Er sagte, aus Spielersicht ganz zufrieden, Derbys gewonnen, die Niederlagen vielleicht ein bisschen unglücklich, ein bisschen hoch. Aber teilst du seine Einsicht, seit der Mitte der Saison bisher zufrieden, gerade in Anbetracht der Vorsaison, wo es ja deutlich schwieriger war? Ja, definitiv. Also, wenn man sich unsere letzte Saison angeguckt hat, dann war eine sehr, sehr spannende Hinrunde und eine gute Rückrunde. Dass wir jetzt so in die Saison gekommen sind, hängt, glaube ich, ganz viel mit diesem ersten Spiel zusammen. Auch heute angesprochen, in Braunschweig war so ein kleiner Knotenlöser, wo alle wussten, okay, wir können Handball spielen. Wenn man ganz ehrlich ist, diese Niederlage gegen Aurich und auch in Ostsee tut schon ein bisschen weh, aber nichtsdestotrotz sind wir super zufrieden. Wir haben uns als Ziel gesetzt, nicht abzusteigen, beziehungsweise frühzeitig vielleicht einen Mittelfeldplatz zu ergattern und da sind wir auf einem guten Weg hin. Nichtsdestotrotz, jetzt auch mit den ganzen Verletzten müssen wir zusehen, dass wir auch vor Weihnachten noch ein paar Punkte holen, nicht, dass man noch unten reinrutscht. Aber genau wie Robin Müller das auch sagt, wir sind bisher super zufrieden mit diesem Verlauf. Ja, dann schließe ich mich an. Ich wünsche, dass eure Verletzten bald zurückkommen. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft, dass Janik Nüßner auch, sobald wie es geht, wieder auf der Platte stehen kann. Ich wünsche euch eine gute kurze Heimfahrt, auch eine gute Saison und man sieht sich im Rückspiel.